Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckbros Senkei Zenbon mit einem Dark World Deck. Dark World ist ein Thema, dessen Effekte primär damit arbeiten, dass die Monster abgeworfen werden, durch Karteneffekte nicht als Kosten wohlgemerkt. Und abgesehen davon, Gruffa immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder zu holen. Ja. Dark World in a nutshell. Wer sich wundert, die vier freien Plätze im Extra-Deck sollen eigentlich Link-Monster sein, die gibt's in Deathbro halt noch nicht. Man sieht sich, bis gleich. So, da sind wir. Elf Karten extra, die denken auch, wir wären der übelste Bob. Oh lol. Oh, oh, oh. Wollen wir mal sehen, ob wir ihn nicht zufälligerweise umlatschen können. Wir müssen erstmal was in den Friedhof bekommen, bevor wir die Tore benutzen können, leider. Ja, dann dazu werden wir das foolish benutzen müssen. Richtig. Wir können einfach den Graffa weglegen und dann einmal cyclen. Das geht gerade so gut. Weil die müssen ja alle abgeworfen werden, damit sie einen Effekt kriegen. Sprich, da passiert eh nichts. Außer bei Skarm. Wir könnten auch einfach Skarm weglegen, zwei Setten und Go sagen. Dann wäre es jetzt zwar pointless gewesen, die Gates zu holen, aber... Wir können dann auch noch Skarm... Ne, Quatsch, Skarm muss dann noch im Friedhof liegen in der Endphase? Ja, ja, muss er. Okay. Legen einfach den weg, setten zwar unseren Go. So, Tourguide, weil Braun haben wir... weil Bro haben wir ja schon. So, die Frage ist, was hat der, dass der im ersten Zug so gar nichts gemacht und einfach sofort geschoben hat? Offensichtlich immer noch nichts. Wer war das, der mal dieses Handtrap-Deck gezeigt hat? Duelogs. Duelogs war das, okay. Wir können mal so ein Tourguide normeln. Ja, wir können auch vorher das hier machen. Ja. Dann fixen wir mal ein bisschen seine Hand. Wir können den abschmeißen und noch eine Karte ziehen. Ja. Metaphys. Na dann machen wir das hier. Ja, dann gehen wir mal cyclen. Nächster Bro fliegt weg. Danach müssen wir dann aber erstmal den Tourguide beschwören, damit nicht alle Bros aus der... Oh, wenn wir jetzt den nächsten Bro nachziehen, dann ist halt... Trip. Sehen wir dann ja gleich. Nee. Uff, dann jetzt erstmal Tourguide. Ja. Ah. Wollen wir jetzt irgendwas basteln, was noch Plus macht? Was denn? Von denen hier nix. Mach einfach das hier. Sagen, die links. Die links? Warum? Warum nicht? Wir wollen gerade nichts kaputt schießen. Na gut, schon da wieder. Ist Metaphys, also von daher. Slowplay sollten wir uns leisten können. Was kommt jetzt? Struggling. Ach ja. Deswegen hat der gepasst. Verbannen müssen wir, das heißt... Es fliegt alles weg. Bis auf eine. Weil er hat ja die auf dem Feld. Die liegt ja noch bei ihm. Ja. Das ist überhaupt nicht Quaking. Ja. Weil alles andere können wir ersetzen. So. Arschloch. So eine bekloppte Karte, ganz im Ernst. Ja, die Karte ist relativ gut. Ach, die ist neu. Na, sauberer Topdeck. Strike mal das? Ja. Oh, nice Topdeck. Ja, Drachentyrann aktiviert sich.
Hat er aus in der Hand, was er specialen kann? Nee, oder holt er aus dem Deck? Er holt aus der Hand, okay. Ja gut, der fliegt gleich mal, würde ich sagen. Ja. Tschüss. So, dann. Mal, wieso? Hm? Ja, das war nicht so intelligent. Wir hätten einfach drüber latschen können gleich. Okay. Ja, aber jetzt hat er nämlich seinen dämlichen Spell noch. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie hingemogelt kriegen. Ich verbanne dich. Hä, oh. Warum? Ja, gut. Ihr sucht doch jetzt eh gleich wieder. Oh, Alter, Terraform in GG. Dann können wir den nächsten Gruffer suchen. Und dann nochmal. Oder ist der Monster? Nee. Nee, natürlich nicht. Okay, gut, passt. Dann suchen wir einen Gruffer und dann. Und cyclen nochmal. So, der ist jetzt tot, ne? Ja, ist er. So, dann brauchen wir dich nicht mehr. Mhm. Scrap hinabziehen können wir sogar machen eigentlich, weil was wollen wir mit der Karte? Ich glaube, der soll wegfliegen. Oder der hier? Nee, der da lieber. Ja. Der ist nett im nächsten Zug. Dann go. Ja. Also in der Gesamtsituation stehen wir gerade besser da als er. Ja, jetzt erst recht. Ja, das machen wir mal. Lichtstrahlgräfer? Okay. Dann haben wir mal so einen Gruffer. Richtig, Gruffer Nummer 1. Dann haben wir einen Field Spell. Mhm. Hört man mal so einen Bro. Gold kommt nochmal wieder. Mhm. Vor allem, dann ist er auch noch tot. Ja, dann normeln wir Snow. Bouncen den mal. Holen Gruffer wieder. Dann ist der echt ziemlich legit tot. Also legit tot, aber wir wissen ja, was er auf der Hand hat. Wow. Das war jetzt irgendwie nicht geplant, dass wir die Runde noch gewinnen. Metaphys, wenn die bricken halt ziemlich gerne mal rum. Ja, der hat ja schon hart nichts getan und das Struggling Battle war voll fies. Struggling Battle ist so eine Wichskarte, ganz im Ernst. Das, was ich bei der gedacht habe, keine Ahnung. Naja, technisch gesehen ist die schon eigentlich ganz okay. Hindert den Gegner am Overcommitten. Das einzige Dämliche ist halt, auf DevPro ist sie halt blöde. Wenn sie einmal, wenn sie mal ins TCG kommt und man dann in TCG spielt, dann rechnet man eher damit, dass die kommt und spielt drumrum. Aber hier auf DevPro spielt man halt um sowas nicht rum. Falls halt ein OCG ist. Ich würde auch sonst nicht rumspielen. Ich spiele doch gegen einen random DevPro-Gegner nicht um jede einzelne Trap rum, weil da kommt halt mehr verschiedene Dinge. Aber ja, ich spiele normalerweise um Struggling Battle hier noch nicht rum. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir. Wir haben dreimal Graffa. Ja doch, Graffa. Ein Gold, dreimal Snow, ein Beige, zweimal Tross, dreimal Bro. Tourguides, Garm, dreimal ins Grab hinabziehen, Soul Charge. Upstart, zweimal Terraforming, dreimal Dealings, Foolish, zweimal Into the Void, zweimal Twin Twister, dreimal Gates, Shadow Spread Virus, Mirror Force zweimal, Skill Drain, Solemn Strike und eine Warnung. So. Kommen wir erstmal. Also, erstmal, der Plan von dem Deck ist natürlich nicht, 4 Field Spells zu haben. Das war hart unlucky, kann passieren. Ja! So, okay. Haben wir das festgestellt? So, Punkt 2. Fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Hier im Extra-Deck sind nur 11 Karten, denn, wie schon gesagt, sollen hier eigentlich noch 4 Link-Monster rein. Diese sind in Zahlen 2x Decode Talker und 2x Firewall Dragon. So, und da stellt sich mir einfach die Frage, was willst du mit denen? Ja, also die erste Frage ist ja die, wie willst du die rausbekommen? Ich meine, guck dir mal Decode Talker an, der braucht 3 Links. Wann willst du denn 3 Links aufs Feld kriegen? Jetzt gerade eben hatten wir 3 und damit war er tot, der Gegner. Ja. Weil ich meine, klar, theoretisch, Graffa loopt immer wieder, deswegen den wegzulinken ist jetzt nicht wirklich ein Beinbruch. Aber wann hast du, und vor allem, zweiter Punkt, was ist denn jetzt entscheidend an Linkmonstern? Linkmonster enablen Main-Deck-Zonen für Extra-Deck-Monster. In welcher Situation hast du ja mal mehr als ein Extra-Deck-Monster draußen? Ja, und der Firewall-Dragon ist auch, also klar, der einen guten Effekt. Aber. Er braucht 4 Monster. Oder beziehungsweise Decode Talker und ein weiteres. Aber. Nee.
Das lass mal bleiben. Also klar, Link-Format, Link-Monster sind wichtig, aber nur wenn sie Sinn machen. Und hier macht es keinen Sinn, weil wie gesagt, du wirst die zu holen ist hartes Minus-Play für dich, auch wenn du theoretisch im nächsten Zug die Graphas wiederholen kannst. Ist trotzdem erstmal Minus. Und du wirst eh nicht mehr als einen Exotic-Monster draußen haben. Und dieses eine sollte im Regelfall nicht 101 sein. Ja, also das ist tatsächlich Tornado eine Dragon Sache. schon mal gehört? Ansonsten im Main Deck. Also ist ein L-Deck, wenn ich es richtig verstanden habe, aber Tornado Dragon ist erschwinglich, soweit ich weiß. Ja, ansonsten Main Deck. Warte mal, was ist die Karte da im Side Deck neben dem Rang 8er? Rechts neben dem Rang 8er? Das hier? Okay. Ist halt ein Hard Removal. Okay. Was halt Unabhängig wieder dein davon. Gegner targetet und nicht das Ja, Monster. es räumt theoretisch alle Tower ab. Es hat Kaiju for that. Ja, einfach Kaiju. So. Ist tatsächlich einfacher meistens. Unabhängig davon gehen mir im Main Deck noch ein bisschen mehr Viren ab, weil der Shadow Spread ist broken und ansteckende Ausrottungsvirus ist auch nicht verkehrt. Deswegen tu ruhig beide rein, weil wie gesagt, die Graphas kommen eh wieder. Gerade weil du ja gerne mal die Hand vom Gegner anschaust, mit ins Grab hinabziehen. Und dann weißt du ja, was du callen musst. Beziehungsweise so, ob sich der Virus gerade lohnt oder nicht. Ja, beim anderen, was Und du callen musst, deswegen. bei dem hier, was sich lohnt. Ja, von daher Gut, wenn der Gegner gehen die schon, Dinger. wenn der Gegner schon einen Zug gemacht hat, wird es meistens Fallenkarten sein. Allerdings ist es auch wieder situationsabhängig. Wie gesagt, du siehst durch den Skrapien hat sie die Hand vom Gegner und dann kommt der Virus. Ja, allein gegen Zhoti kann das Ding so ein harter Instant-Win sein. Oh ja. Also, Betonung Betonung auf kann. kann. Es ist immer noch Dark World, von dem wir hier reden, ja? Ja, und so, der hat immer noch diverse Möglichkeiten, an Krams ranzukommen, ohne die Monster auf der Hand haben zu müssen. Aber egal. Ansonsten ist es aber wohl so solide gebaut, wie man sowas nur bauen kann. Ich würde vielleicht überlegen, Field Spell zu cutten, weil du mit drei Dark World Dealings, drei ins Grab hinabziehen und zwei Into the Void und einem Upstart fünf Karten hast, die dich eine weitere Karte ziehen lassen. Also ein Terraforming kannst du cutten. Ich würde drei Field Spells machen, weil du ja durch die durch loopst auch mal in einem Zug, haben wir ja gesehen. Ja. Also lieber 3-1 als 2-2, aber 3-1 langt da, 3-2 brauchst du nicht. Wie gesagt, du hast sieben an. Nee. Du hast Neun. neun andere Draw-Karten. Ja. Abgesehen davon, dass du mit dem Field Spell selbst ja auch nochmal ziehst. Und mit Bro, der zieht auch nochmal. Ja. Und draußen nicht, ne? Draußen nicht, ne. Aber. Aber Snow kann das Ding auch noch suchen. Und Snow kann das Ding Theoretisch. suchen, also ja, so, ja, ne, merkst du Tu da selber, ne? was raus. Ansonsten ist Gildan natürlich OP. Skill Drain, klar, Skill Drain, super, weil auf dem Feld hat außer Frost sowieso keinen anderen Effekt. Oh gut, und die Und Tourguide, es gibt da aber. doch so ein paar Decks auf diesem Planeten, die von Skill Drain komplett outskilled werden. So Also so direkt. richtig hart outskilled werden. Und ja. Und zu denen gehört sogar Zodiac. Ach was. Und ich meine, allein dafür, um mit diesem, um mit so einem relativ schlechten Thema Zodiac platt machen zu können, wäre es das schon wert, würde ich sagen. Ja. Jedes Thema, was eine Skill Drain zieht, macht Zodiac platt. Ja, ist richtig, aber die meisten Decks sind entweder so unterirdisch schlecht, dass sie keine Consistency haben und dann meistens trotzdem verlieren oder besser als Dark World. Ja, Ich behaupte mal, von den konstanten Decks ist Dark World noch das Schlechteste. kann sein. Muss nicht. Vielleicht habe ich auch irgendwas halt nicht im Kopf. Wie auch immer, Dark World, jetzt habe ich was Dark Souls gesagt, ist jetzt nicht das allerstärkste Thema, um nicht zu sagen, es ist ziemlich abgefallen. Es Ja, sind aber doch. dies einige Arschlochkarten, die ihm einigermaßen helfen, deswegen kann sich's ab und zu mal etablieren. Es ist tendenziell aber eher verglichen untergeordnet. Und halt, wie gesagt, tu den Virus rein. Ja. Und das mit den Link-Monstern solltest du vielleicht wirklich lieber lassen, weil. Und tun Tornado Dragon rein. Ja, bleiben wir mal bei 10 Punkten, weil, wie gesagt, Dark Souls hat seine starken Tage hinter sich. Seit einer ziemlichen Weile. Dark World, nicht Dark Souls. Ah! Ich habe gerade Dark Souls gespielt, okay. Wobei Dark Souls 2 seine starken Tage nie hatte. Aber davon sehen wir jetzt mal ab. Ja, wie gesagt, 10 Punkte hierfür,
Wenn ihr ins Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten euch gefallen, halt vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.